Herzlich willkommen zu Menschen, Geschichten, Schicksale. Auch wenn man uns weismachen will, Corona sei Geschichte, dem ist nicht so. Im stillen Kämmerlein laufen immer noch Verfahren zu den sogenannten Corona-Vergehen. Immer noch werden Menschen wegen Maskenbefreiungen verurteilt und Ärzte verfolgt, die diese Atteste ausgestellt haben. Mein heutiger Gesprächspartner weiß alleine in Österreich von aktuell hunderten Verfahren wegen solcher Maskenbefreiungen. Er selbst sieht sich auch mit einigen Anzeigen konfrontiert, unter anderem wegen der vorsätzlichen Gefährdung durch übertragbare Krankheiten. Ich bin nun mit Daniel Stoiker verbunden. Ja, lieber Daniel, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke schön, Birgit, dass ich da sein darf und dass wir miteinander reden dürfen. Sehr gerne. Du bist Vereinsobmann von Ungeimpft Gesund und vom Studienkreis 5BN. Das sind die 5 biologischen Naturgesetze. Außerdem warst du während der gesamten Corona-Zeit sehr aktiv im Corona-Widerstand und in der Corona-Aufklärung. Ja, auf deine Vereine kommen wir dann im Anschluss noch zu sprechen. Was wir jetzt ansprechen möchten als Erster, das sind einmal die laufenden Gerichtsverfahren. Du weißt ja selbst von mehreren hundert Gerichtsverfahren, die aktuell am Laufen sind. Ja, es sind genau 588 Verfahren. Also fast 600 Verfahren, ja, wegen Maskenbefreiungen, die von ein und demselben Arzt ausgestellt wurden. Ja, kannst du uns da einmal Genaueres erzählen dazu? Ja, also ich habe selber damit Probleme gehabt und dann bin ich zu unserem Arzt gegangen, das ist der Dr. Gradnick, der welche damals ja schon in Pension war, aber es ist unser Hausarzt und auch unser Vereinsarzt. Und habe ich ihn halt gefragt, ob er mir sowas ausstellen kann. Und dann hat er gemeint, naja, natürlich, warum nicht? Und dann habe ich das auch an meine Frau und an meine Kinder und im Verein habe ich das auch bekannt gegeben und schlussendlich sind es 588 Atteste ausgestellt worden. Man muss auch sagen, in der Zeit war ja die gesetzliche Vorgabe gar nicht da, dass überhaupt ein Attest gebraucht werden sollte, sondern man hat einfach sagen können, ich habe Probleme mit der Maske, ich kriege keine Luft und dementsprechend sollte das in Ordnung sein. Aber ich selber habe beim Einkaufen diese Probleme gehabt, aber mit dem Maskenattest war das gleich sofort vorbei. Ja, das hat jeder akzeptiert. Und damit habe ich gesagt, okay, wenn es mir hilft, warum soll ich das nicht jemand anderen auch zur Verfügung stellen? Und habe den Dr. Gradnick halt gebeten, dass er das für andere auch machen soll. Und das hat er auch gemacht. Er hat dann auch ein Protokoll sozusagen angefertigt, wo die Leute eben angekreuzt haben, ob sie irgendwelche Schwierigkeiten haben mit den Masken, ob sie eben Allergien haben oder zu wenig Luft oder Panikattacken oder was auch immer. Ja, da haben viele auch dann drunter geschrieben, dass sie schlecht worden sind und dass sie eben dass das halt schwindelig worden sind und solche Dinge. Und Dr. Gradnick hat nachher diese Sachen durchgeschaut und hat daraufhin auf Attest erstellt. Nun, jetzt nach fast 2,5 Jahren kommt die Staatsanwaltschaft her und verklagt uns, nämlich alle, die welche diese Maskenatteste von Dr. Gradnick bekommen haben. Und die wollen sozusagen jeden Einzelnen dazu verurteilen, dass sie den Dr. Gradnick angestiftet haben, falsche Atteste zu erstellen. Also mit dem Argument, ja, es sind falsche Atteste, dabei ist es gar nicht falsch. Dr. Gradnick, ich habe es selber gesehen, hat es abgestempelt und unterschrieben und ich habe ihm halt dabei geholfen, weil er selber keinen Computer hat
und habe halt für ihn diese Sachen ausgedruckt und verschickt. Und ja, ich habe es auch eingescannt, die ganzen Atteste, habe dann auch eine Liste gemacht, wer so einen Attest bekommen hat. Und nach 2 Jahren war dann die Polizei bei Dr. Gradnick und bei mir Hausdurchsuchung und haben dann alles auf den Kopf gestellt und dabei sämtliche elektronische Datenträger und sowas mitnehmen wollen. Und da habe ich gefragt, was wollt ihr denn? Ne? Und die haben gesagt, ja, die Atteste. Ich habe gesagt, kein Problem. Ich habe sie super geordnet, hier nach Buchstaben, nach Alphabet und habe ihnen die ganze Liste und die ganze Atteste übergeben. Ne? Und jetzt geht die Staatsanwaltschaft nach dieser Liste vor, also 588 Leute waren das, und ja, besucht sie zu Hause und sagt so, ihr müsst eine Aussage machen und dann werden wir euch verurteilen. Und diese Verurteilungen ist ein Wahnsinn, also von Freispruch bis 6.000 Euro. Also die meisten kriegen solche Diversionen ab 50 Euro aufwärts, 50, 70, 120. Ich verstehe das nicht, dass heute, wo jeder von Wiedergutmachung der Covid-Maßnahmen sprechen, dass da die Staatsanwaltschaft hier noch weiter Verfahren, was Zeit und Geld natürlich kostet, ja, weitermacht. Und ich verstehe es auch nicht, warum bei manchen Freisprung ist und bei manchen 6.000 Euro. Und das sind die Sachen, die welche mir ein bisschen schleierhaft sind, ne? Schleierhaft, ja, ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Um kurz einmal noch einzuhaken, wann wurden diese Atteste von Herrn Dr. Gradnick ausgestellt? Also im Mai 2020 bis September 2020. Ich habe damals die Verordnungen gelesen und da war im September, wenn ich mich jetzt erinnere, September oder Oktober war es, 20, da hat es geheißen, es dürfen nur noch Ärzte, die welche in der österreichischen Ärztekammer sind, nur die dürfen dann solche Atteste ausstellen. Und da habe ich zum Dr. Gradnick gesagt, Franz, bitte, hör mal auf damit. Jetzt sind die Gesetze komplett anders. Nachher da hat es nochmal geheißen, dass nur noch Fachärzte diese Sache ausstellen dürfen. Und tatsächlich hat sich fast keiner getraut, solche Atteste auszustellen. Und das war der Hintergrund, warum Dr. Gradnick gesagt hat, ja, warum nicht? Ne? Aber der Zeitraum war vom Mai 2020 bis September 2020, Genau. österreichische Covid-19-Verordnung damals, wo eigentlich eine Glaubhaftmachung, dass man keine Maske tragen kann, laut dieser Verordnung ausgereicht hätte. Genau, so ist es. Und dennoch, laufen da jetzt diese Verfahren und werden Menschen zu Tausenden Euro, wie du schilderst, verurteilt. Ich verstehe es nicht. Ja, Wiedergutmachung, wie du sagst, ist offenbar, geht sehr schleppend voran. Also ich habe ja selber mit Dr. Gradnick gesprochen. Er hat auch gesagt, ja, es zieht sich alles sehr hin. Er selber hat einige Verfahren ja auch am Laufen, hat er mir gesagt. Um kurz auf ihn noch einmal zu sprechen zu kommen, er ist ein Arzt aus Fürstenfeld. Ja. Also dieses Verfahren ist eingeladen als Zeuge. Als Ja. Zeuge, Er genau. hat aber selber gleiche Verfahren wie ich. Ja. Genau, dass du uns die Wo, schilderst, diese ja. Verfahren, die ihr da aktuell noch nicht abschließen habt können. Also ihr sind ja nicht Genau. nur die Maskenbefreiungsatteste, die Menschen, die sie ausgestellt bekommen haben, jetzt laufen und die Verurteilungen, sondern du selbst bist ja mehrfach angezeigt auch. Genau. Aber im Prinzip geht es um Paragraph 179 StGB, also fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Dann Paragraph 223 Urkundenfälschung. Paragraph 178 vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. 187 Hinderung der Bekämpfung einer Gemeingefahr. Und zwei Sachen sind bereits schon eingestellt worden. Und zwar 2021 habe ich einen Brief bekommen,
dass da zwei Sachen eingestellt wurden, und zwar Betrug und schwerer Betrug. Also da sind die schon runtergegangen von dem, aber die anderen Sachen von Urkundenfälschung über fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Also da frage ich mich natürlich, wo ist da diese Krankheit? Wo ist da dieser böse Virus? Ja, wo ist da die Ansteckung? Für was brauchen wir diese Masken, die welche Wissenschaft nachgewiesen ist, dass sie schädigend sind? Ja, also diese Fragen sind noch nicht beantwortet, aber wir werden verurteilt, nicht? Das heißt, du hast diese Verfahren noch laufen wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten und wegen Genau. fahrlässiger Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Ja, das betrifft den Zeitpunkt dieser Maskentragezeit. Also die Tragezeit war ja noch viel länger, aber das betrifft eigentlich diese Masken, wo nachgewiesen ist, dass die eigentlich mehr schädigen als nützen. So ist es. So ist es. Aber wie geht's Und dir damit? die gleiche Verfahren hat auch der Dr. Gradnick 1 zu 1. Also wir werden da als Paket behandelt sozusagen. Versteht es auch nicht. Ich habe ihm nur geholfen sozusagen. Als Sekretärin habe ich seine Arbeit gemacht am Computer. Aber unterschrieben und bestempelt hat er selbst diese Dinge, und er steht auch dazu, zu diese Dinge. Er hat nichts falsch gemacht. Man muss auch sagen, Dr. Gradnick hat ja ein Eid abgelegt. Und dieses Eid beinhaltet ja, dass er Menschen nicht Schaden zufügt. Und was ist da dabei? Einfach ein Zettel zu unterschreiben, um einen Schaden abzuwenden. Auch das Abwenden von Schäden, ja? Also, und diesen Eid, da spielt keine Rolle, ob er in der Ärztekammer drinnen ist oder nicht. Er ist ein Leben lang Arzt. Dr. Gradnick hat ja eben auch 2020 schon von sich reden gemacht, also weil du die Ärztekammer jetzt angesprochen hast. Genau. Also die hat sich ja damals schon auf ihn eingeschossen und medial ist er ja auch attackiert worden. Also ich habe mir das extra rausgesucht. Die Systemmedien sind regelrecht über ihn hergefallen damals. Er hat einen Infozettel geschrieben, ein Infoblatt über die medizinischen Folgen des Maskentragens. Fünf Punkte hat er da aufgelistet, unter anderem, dass die Masken keine Viren abhalten und beispielsweise auch, dass die Maske bereits nach einer Tragedauer von einer halben Stunde durch Bakterien verkeimt. Ja, dieser Zettel ist damals in den sozialen Medien viral gegangen. Viele im Corona-Widerstand waren sehr glücklich, dass sich ein kritischer Arzt, ja, das getraut hat, das auch auf Papier zu bringen. Wie gesagt, die Ärztekammer, die Systemmedien haben ihn dann eigentlich diffamiert. Er hat mir erlaubt, diesen Zettel dürfen wir einblenden. Er steht nach wie vor dazu und es hat sich ja eigentlich alles bewahrheitet. Die Masken haben wirklich nichts genützt und Schäden verursacht. Wie ist es? Was denkst du, warum schießt man sich noch 2,5 Jahren oder eigentlich mittlerweile 3 Jahren noch immer ein auf diese Corona-kritischen Menschen? Warum, hat das kein Ende? Also, man muss vorausschießen, dass Dr. Gradnick das für unseren Verein gemacht hat. Ja, also innerhalb vom Verein sollte diese Zettel bekannt werden. Und da haben Menschen aus dem Verein heraus, ohne dem Wissen von Dr. Gradnick oder mir, einfach das weitergeteilt. Wir sind jetzt nicht böse deswegen, ja, sondern sogar erfreut, dass dieses Wissen ja weitergetragen worden ist. Es war einer der ersten, der welche aufgestanden ist und hat gesagt, nee, das gibt's gar nicht. Dieser Virus, den sollte er ihn überhaupt geben, der ist so klein, dass die Maske überhaupt nichts davon abhalten kann. Also warum jetzt die Medien sich so drauf einschießen, ist ganz einfach. Meiner Meinung nach, das, was richtig ist, das muss bekämpft werden.
Es muss ausgelacht werden. Aber irgendwann wird es integriert werden. Also, und wir sind auf dem besten Weg dorthin. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Das heißt, du hast die Hoffnung, dass doch irgendwann eine, ja, erstmal eine Corona-Gutmachung kommen wird, eine Aufarbeitung vor allem, und dass die Wahrheit ans Licht kommt. Für mich ist Corona positiv. Ja, und zwar so viele Menschen, die welche jetzt aufgewacht sind, also ist ein Wahnsinn, ja. Also es sind sehr viele Menschen, die welche nachfragen, die welche ein bisschen nachdenken. Ich habe hier ein kleines Büro in Fürstenfeld und jeden Tag bekomme ich Besuch und von Leuten, die welche sich dreimal geimpft haben, und dann sage ich, ja, es ist dein freier Wille gewesen. Das sagen sie, nein, das war nicht mein freier Wille. Sage ich doch. Ich habe auch mein freier Wille gehabt und habe mich nicht impfen lassen. Ich habe die Maske nicht aufgesetzt. Ja, aber dann verliere ich meinen Arbeitsplatz, habe ich gesagt, ja. Ich habe meinen Arbeitsplatz verloren deswegen. Und bei mir hat es geheißen, mein Vorgesetzter hat nur gemeint, da ist die Maske oder da ist die Tür. Ja, und ich habe halt die Tür genommen. Und habe aber meinen freien Willen behalten. Und so ist es, dass sehr viele diskriminiert worden sind. Und mit dieser Diskriminierung sollte langsam aufhören. Das ist schon lächerlich, wenn Menschen wegen einem Maskenattest verurteilt werden, weil sie angeblich Dr. Gradnick dazu angestiftet haben, einen falschen Attest zu machen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also sollte man langsam jetzt draufkommen und sagen, okay, die Maßnahmen, die ganzen Gesetze sind willkürlich, haben keine Grundlage. Und je schneller man das erkennt, umso besser, ne? Es werden jetzt immer noch sehr viele Menschen diskriminiert und auch bestraft für nichts und wieder nichts. Weil du sagst, der Vorwurf, dass die Menschen Dr. Gradnick angestiftet haben, ein falsches Attest auszustellen. Mich würde da jetzt interessieren, wie kommt man darauf, dass dieses oder diese Befreiung falsch ist? Also wenn du hast vorher geschildert, er hat einen Fragebogen gehabt, den derjenige oder diejenige ausfüllen musste. Der Arzt geht ja dann von der Annahme oder nimmt ja an, dass diese Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. So ist es. Wie kommt man darauf, dass das falsch ist? Also mir ist es auch schleierhaft. Ich habe nur vom Verfahren, die welche jetzt schon abgelaufen sind und wo die Menschen verurteilt worden sind, habe ich gehört, dass der Richter als Argument gebracht hat, naja, das muss doch der menschliche Verstand, der normale menschliche Verstand muss soweit imstande sein, dass man nicht einfach so ein Attest bekommen kann, einfach nur, weil man dort einen Zettel ausfüllt. So, und mit diesem Argument wurden die Leute verurteilt. Also für mich ist das kein Argument, weil damals ja ganz anders war. Da war es so, dass wenn jemand krank war, hat einfach nur telefoniert, nicht einmal mit dem eigenen Arzt, sondern irgendwelche Leute von 1450, und die haben gesagt, bleiben Sie zu Hause. Sie werden krankgeschrieben. Also die haben nichts gehabt als Telefonanruf. Dr. Gradnick hatte aber ein Schreiben gehabt mit Unterschrift von denjenigen, und auf dem Zettel steht auch drauf, dass er wahrheitsgemäß das gekreuzt hat oder geschrieben hat. Also damals war es ganz normal, dass man gesagt hat, ja, Krankschreibung ist auch ein Attest für mich, der welche auch, und ohne irgendeine Unterlage, ohne dass man den Menschen gesehen hat. Ja? So, und jetzt sollte bei Dr. Gradnick diese Sache falsch sein. Aber das war damals so. Und man muss man nur ein bisschen zurückdrehen, die Zeit, und man erinnert sich sehr schnell daran, was damals war. Ja, vor allem es ist ja sehr widersprüchlich, wenn einerseits ausgereicht hat, es glaubhaft zu machen
Und in Wahrheit einfach zu sagen, ich kann keine Maske tragen. Und auf der anderen Seite es nicht gelten soll, dass ein Arzt eine Befreiung von Maskentragen ausgestellt hat. Ja. Ja, unergründlich in Wahrheit. Wie viele Verfahren, hast du einen Überblick, wie viele Verfahren sind bereits abgeschlossen? Ich muss jetzt mal schätzen, wir haben da so eine Telegram-Gruppe und da schreiben ein paar Leute mit rein, aber ich schätze mal irgendwo so um die 30 Verfahren sind schon abgeschlossen. Ein paar sind dann mit Einspruch. Das heißt, gerade die Familie mit 6.000 Euro, da ist so, dass sie einen Einspruch eingelegt haben, ganz klar. Ich auch von einem aus Wien, ein junger Mann, der welche 1.800 Euro bekommen hat, der das nicht bezahlen kann, aber trotzdem 1.800 Euro bekommt, das verstehe ich auch nicht. Und die haben natürlich Einsprüche eingelegt. Ne? Die Verfahren gehen dann auch weiter. Die meisten, die welche mit 50 Euro, mit 120 Euro, mit 300 Euro, die sagen sich, ich nehme diese Strafe an oder diese Diversion nehme ich an. Es ist billiger, als wie wenn ich einen Rechtsanwalt mit 800 Euro bezahlen muss. Ne? Also da wird jetzt einfach die Menschen ja beschuldigt. Man kann sie gar nicht richtig wehren, weil das Wehren mit einem Rechtsanwalt würde das natürlich noch viel mehr kosten als die 120 Euro oder 300 Euro, was derjenige bezahlen muss. Ja. Das ist auch ein großes Problem. Also ist meiner Meinung nach in Österreich sowieso ein großes Problem. Wenn man Geld hat, dann kommt man zu seinem Recht. Wenn man kein Geld hat, dann bekommt man nicht sein Recht. Also das fällt mir schon die ganze Jahre auf. Wie du ansprichst, es ist sehr schwer, dann Rechtsbeistand zu bekommen, weil man finanziell natürlich enorme Ausgaben auf sich nehmen müsste. Das heißt, die Verurteilungen, die im niedrigen Bereich sind, die Menschen nehmen das einfach auf sich dann und lassen sich im Endeffekt bestrafen und zahlen das lieber. Wo ist es? Ja, als da in eine weitere Instanz zu gehen. Es wird dann eingestellt oder auf ein Jahr Probezeit oder sowas gemacht, aber schlussendlich ist das auch nicht in Ordnung. Hast du auch irgendwie mitbekommen, weshalb die Strafen so unterschiedlich sind? Also 50 Euro, 1.800 oder 6.000 Euro, also das Nein, ist ja... Es wird von den Bezirksgerichten das Ganze gemacht und da gibt es in Freistadt eher jemand, der welche eher Freisprüche macht als in Feldbach. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich von Gericht zu Gericht. Und das ist das Nächste, was ich hier anprangern möchte, ist das, dass Recht Recht bleiben soll. Und dann muss das in ganz Österreich gleich beurteilt werden und nicht der eine kriegt halt 150 Euro oder gar nichts oder der andere kriegt 6.000 Euro. Das ist nicht in Ordnung. Ne? Aber dann muss es klar definiert sein, wo ist da der Fehler gewesen oder wo hat der Gradnik einen Fehler gemacht oder wo haben die Menschen einen Fehler gemacht. Es wird einfach nur drüber gewischt, so ungefähr, zahlst halt 120 Euro, dann stellen wir das ein. Oder zahlst halt 1.200 Euro, dann stellen wir das ein. Also es gibt keine Hinweis, warum, weshalb. Das ist einfach das Gutdüngen von den Richtern und das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, bei dir geht es ja auch noch weiter. Du musst noch aussitzen und abwarten oder hast du schon Termine für deine Nein, ich vermute einmal, dass diese Verfahren, die welche jetzt momentan laufen, dass die eigentlich gegen uns verwendet werden. Das heißt, wenn da jetzt von den 588 Verfahren, sagen wir, 20 Freisprüche sind, das sind 80% nachher dann Verurteilungen, die werden dann aufgezeigt bei unseren Verfahren, bei Dr. Gradnik und bei mir, wir haben da 80 Verurteilungen, ja. Also was wollt ihr ungefähr? So in der Richtung habe ich so das Gefühl,
dass am Ende nachher dann diese ganze Verfahren, wenn natürlich jemand die Schuld auf sich nimmt und sagt, okay, ich gehe diese Geschäft ein, dass ich 120 Euro zahle, da bin ich raus, dann übernimmt er ja eine gewisse Schuld auf sich und dann sagen die, naja, 80% haben die Schuld auf sich genommen, also müsst ihr auch schuld sein. So in diese Art und Weise vermute ich das. Für mich ist es egal. Egal was kommt, Dr. Kranik und ich stehen zu diesen Dingen. Ja. Es ist nicht in Ordnung, jemand zu etwas zu zwingen. Der freie Wille ist das höchste Gut, was wir haben, und der muss immer gegeben sein. Du hast ja zu mir wirklich einen für mich ganz besonderen Satz gesagt. In unserem Vorgespräch, du hast gesagt, wenn nur ein Mensch vor irgendeinem Schaden bewahrt werden konnte, ja, dann hat sich diese gesamte Mühe gelohnt. ja. Ja. Also es sind auf jeden Fall viel, viel mehr Menschen, die welche vom Schaden bewahrt worden sind. Wir haben so viele Dankeschreiben bekommen. Also es gehört dem Dr. Kradnik eine Medaille von Österreich, eine Medaille gegeben für diesen Mut, was er da am Tag gelegt hat. Ich habe auch einen Verein, der nennt sich Ungeimpft Gesund, hast du schon erwähnt. Und mit diesem Verein machen wir eine Studie mit Menschen, die welche sich geimpft haben und nicht geimpft haben. Wir wollen jetzt herausfinden, die nächsten 5, also jetzt sind es noch 3 Jahre, was mit diesen Menschen passiert. Und da hat sich auch eine Familie aus Jena angemeldet zu diesen Studie. Und bei dieser Familie ist leider das Jugendamt gekommen und hat die 12-jährige Tochter abgenommen von den Familien. Diese Tochter wurde in ein Jugendheim reingesteckt und in diesem Jugendheim war so, dass alle durchgeimpft werden mussten. Und diese Tochter hat halt eben, diese Mädel hat dann unsere Karte und unsere Bestätigung, dass sie in der Studie ist, vorgelegt und das Jugendamt hat gesagt, naja, okay, jetzt schreiben wir den Verein an und da haben sie mich angeschrieben, ich muss dieses Mädchen aus dem Verein rausschmeißen. Dann sage ich, nee, das geht nicht. Die Leute können sich freiwillig rein und sie können auch jederzeit freiwillig raus. Aber wenn nichts dagegen spricht, ich werde niemand rausschmeißen. Daraufhin haben sie dann nochmal geschrieben, dass sie die Obsorge haben und wenn ich sie nicht rausschmeiße, dann werden sie mich halt verklagen. Und so warte ich auf meine Klage. Ja, ich habe dann meinen Rechtsanwalt hier in Fürstenfeld aufgesucht und haben gefragt, wie die rechtliche Lage da in Deutschland ist. Und er hat mir gemeint, ja, ich muss sie rausschmeißen. Ich habe sie nicht rausgeschmissen. Ich habe aber mit dieses Mädel und mit der Mutter gesprochen und sie ist bis heute nicht geimpft worden. Also ich freue mich natürlich, dass ich noch nicht vor Gericht stehen muss für diese Sache, aber es hat wenigstens diese eine Mädchen. Ich weiß nicht, wir haben ja eine Menge Menschen in unserer Studie. Ich weiß nicht von den anderen. Ich habe natürlich Rückmeldungen, dass das ja wohl geholfen hat, dass sie gesagt haben, sie sind in einer Studie und dürfen nicht geimpft werden. Es wird wahrgenommen, es wird ernst genommen, diese Sache. Und das finde ich schön. Genau, das war eben so beeindruckend für mich. Also das, wie du mir da gesagt hast, wenn nur dieses eine Mädchen du bewahren konntest, dann Für hat diese sich eine all Mädchen das machen wir das. gelohnt. Ja, genau so ist es. Dein Verein, der würde mich noch etwas mehr interessieren. Du hast ja kurz jetzt angesprochen, eine Studie, Ungeimpft gesund. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, Ja, was genau da ihr macht und wie das abläuft? Ja, also der Verein, der ist eigentlich aus dem ersten Verein entstanden. Mit dem ersten Verein, da geht es um die neue Medizin, um die 5 biologischen Naturgesetze. Das wiederum habe ich vor Jahren, 2013, 2014, kennengelernt, wo meine Frau Brustkrebs gehabt hat und der welche auf wundersame Weise verschwunden ist. Und da habe ich gesagt, das muss ich jedem erzählen. Und damals war schon Dr. Kradnik, der welche meine Frau damals untersucht hat mit dem Brustkrebs.
Und der war natürlich auch erstaunt, dass der vergangen ist oder verschwunden ist. Nun, die fünf Blocks Naturgesetze erklären halt die Hintergründe, warum Krankheiten entstehen, unter Anführungszeichen Krankheiten. Aus diesen fünf biologischen Naturgesetzen gibt es eben ein viertes biologisches Naturgesetz, der welche besagt, dass es gar keine krankmachende Viren gibt und dass es keine Ansteckung gibt. Und wo dieser ganze Wahnsinn mit der Corona angefangen hat, haben wir in Graz einen Studienkreis gehabt, der, und ja, da haben wir gesprochen, was können wir denn da machen? Und meine Idee war, wir sind doch ein Studienkreis, warum machen wir nicht eine Studie darüber? Wir wissen zwar, dass es keine Ansteckung gibt und wir wissen zwar, dass keine krankmachende Viren gibt. Und jetzt wollen wir aber das auch wissenschaftlich haben. Also machen wir doch eine Studie. Und da habe ich gedacht, von meinem Verein, der damals 5.000 Mitglieder war, habe ich gedacht, ich schaffe es davon, 5.000 zu erreichen, die welche dann eine Studie mitmachen, sozusagen eine Befragung jeden Vierteljahr. Wie geht's dir denn? Ja, also Fragen um der Gesundheit. Ne? Eine Beobachtungsstudie. Es ist nicht eine universitäre Studie, sondern es ist einfach eine Beobachtungsstudie. Das kann jeder machen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und die Franziska Leubner, ja, die hat auch einen Verein, der Verein Aegis. Und da habe ich gedacht, Mensch, die haben 10.000 Leute. Vielleicht machen von dort auch ein paar mit, weil die impfen auch nicht. Und habe die Franziska angerufen, die war hochbegeistert von der Idee und habe gesagt, weißt du was, da machen wir doch gemeinsam einen Verein. Und so ist es, dass ich der Obmann bin und die Franziska die Obmann-Stellvertreterin ist. Nun, wir haben nicht nur die 5.000 und die 10.000 von Aegis, sondern wir haben in den besten Zeiten 205.000 gehabt, Mitglieder. Dann ist der Gesundheitsminister vor der Kamera getreten und hat gemeint, er kann die Impfpflicht in Österreich leider nicht einführen, weil eben drei Sachen da behinderlich sind. Das war eben, die Verfassung gibt es nicht her. Das zweite war, die Leute gehen auf die Straße. Und das dritte war, die Leute vereinen sich. Und nach dieser Aussage von dem Gesundheitsminister haben uns dann innerhalb von 2 Monaten 50.000 Menschen verlassen aus Österreich. Momentan haben wir sehr großen Zulauf aus Deutschland. Also wir sind jetzt irgendwo bei 144.000. Ja, der Verein macht weiter mit seiner Befragung an den Menschen. Wir erkennen auch sehr stark, dass die Menschen diskriminiert worden sind. Wir erkennen sehr viele Dinge wie die Gesundheit, also dass die Leute nicht sterben, dass die Leute nicht krank sind, so wie in der normalen Statistik, wo sie Herzprobleme haben, wo sie einfach auf dem Spielfeld Sportler einfach umkippen, ja, die welche eigentlich sehr gut trainiert sind und sehr gut untersucht worden sind. Das haben wir alles in unserem Verein nicht. Ich muss sagen, wir haben leider nur 1% Geimpfte. Wir bräuchten eigentlich noch mehr Geimpfte, aber der Verein heißt Ungeimpft gesund und so kommt man sehr selten Menschen, die welche geimpft sind, in unser Verein. Ich muss auch sagen, mein eigener Sohn ist geimpft und der hat diese Dinge alles gewusst. Ich liebe ihn trotzdem, auch dass er geimpft ist. Ich liebe ihn, dass er einen freien Willen hat. Die Umstände dazu hat jeder anders. Er hätte die Arbeit verloren und das finde ich nicht in Ordnung, dass man Menschen so unter Druck setzt. Mein Sohn hatte 3 Monate Krankenstand. Er ist im Bett gelegen und hat eben Probleme gehabt. Also von dem her, solche Sachen habe ich natürlich auch. Ich habe auch einen Rundbrief gemacht und habe gesagt, Mensch, Leute, schreibt es mir mal von euren Lieben, wie es ihnen geht. Und da haben wir etliche Zuschriften, habe ich bekommen, sogar 20 mit Bild und mit Namen und alle Daten, die welche geimpft worden sind und nach der zweiten, dritten Impfung sind sie dann gestorben. Und diese Dinge dokumentieren wir. Und das ist sehr wichtig, dass hier eine Dokumentation stattfindet. In ein paar Jahren wird sich keiner mehr an diese Zeit erinnern und sagen, ah, die Corona, da ist nichts. Doch, da war sehr viel. Ja. Menschen sind da vergiftet worden, Menschen sind willkürlich
in gesetzliche Maßnahmen reingedrängt worden. Dann Verordnungen, die welche willkürlich erstellt worden sind, haben halt heute noch, sehen wir an unsere Verfahren noch Nachspiel. Also diese Dinge müssen einfach dokumentiert werden. Und so haben wir auch in unsere Webseite für diejenigen, die welche mitmachen, im Hintergrund auch eine Dokumentation, wo sie ihre persönlichen Geschichten aufschreiben können. Und wir werden diese Dinge dann zu gegebenem Anlass auch veröffentlichen. Natürlich. Also noch einmal, ungeimpft gesund heißt der Verein, aber es können sich nicht nur ungeimpfte Menschen melden, sondern es sind auch geimpfte Menschen. Herzlich willkommen. Genau. Bitte, ja, herzlich willkommen. Wir machen da hier keinen Unterschied. Wir wollen keine Spaltung, ganz wichtig. Also jeder ist herzlich willkommen, in jedem Alter. Das heißt, der Beobachtungszeitraum läuft zwar, aber es können sich immer noch Menschen registrieren. Genau, und wir haben diese Freiheit, dass wir eventuell sogar das Ganze verlängern. Wir blenden das gerne ein. Ja, gerne. Ja. Ja, es war sehr aufschlussreich. Was mich abschließend interessieren würde, was glaubst du, warum das System immer noch so um sich schlägt und jeden Corona-Kritiker im Endeffekt nach wie vor ja, bestraft oder eigentlich maßregelt, das ist ja eigentlich zu wenig, eben aus dem Verkehr ziehen möchte? Also das System ist bereits schon geschlagen worden. Das System hat schon verloren und es ist die letzte Sache, die welche jetzt das System noch herumschlägt, meiner Meinung nach. Aber schlussendlich wird es irgendwann integriert werden, dass wir unsere Meinung sagen dürfen. Lieber Daniel, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich danke auch. Danke für das Gespräch. Dankeschön.